Yo, peace, motherfuckers, what's going up here? We're on the Klaus Klockner. Frankie, what's your plan for today? My plan is to follow yeah, you. Yeah, bro. Nice job. Let's get this party started. Yeah, we have a nice party. Of course. Fucking shit, bro, yeah. Woohoo! Jo Leute, servus, what's up in the house? Heute geht's wieder mal auf den Großglockner auf. Ganz besonderes Video. Wir sind da für Filmaufnahmen. Wer ist wir? Max. Morgen, Mahlzeit. Und der Mann mit dem Wiener Hofknicks, der Wingsjutspringer. Der Mundl. Der Mundl aus Wien ist auch da. In dem Sinn, viel Spaß, kommt's mit auf den Glockner, unseren höchsten Gipfel. In diesem Video stehen die Begegnungen, die man am Großglockner hat, im Vordergrund. Schaut zu, wie wir bekannte Gesichter am höchsten Gipfel Österreichs treffen und gemeinsame Erinnerungen erschaffen. Ein Pulverzauber ist das, Kali. Grüß euch, guten Morgen. Es ist 3.15 Uhr. Ich darf bald angehen. Kali, schau mal her. Schau, guten Morgen. Morgen bald. Morgen, grüß euch. 3.15 Uhr. Passt. Ernstl. Angriff. Gewaltig. Ja, erster Zustieg ganz gut gegangen. Wir sind schon im Stüdelhüttenchor. Die ist da vorne. Und wir gehen da jetzt rauf und kürzen den Weg an zum Gletscher. Das ist ein Wahnsinn, wir sind da bei der Adlersruhe und schaut, wen wir da getroffen haben. Ah, leck mir auf! Grüß euch! Heute sind wir unterwegs. Der Pulver Paul ist auch am Glockner. Ja, heute haben wir einen Firn. Einen Firn haben wir heute. Firnpulver. Mit ein paar Gästen bist du unterwegs, ja, gell? Ja, heute geht's rassig hobby. Die Firn, heute wird spritzen. Heute wird spritzen? Ja, darf man die begleiten? Ja, freu mich. Wir gehen mit dem Pulver Pauli mit, dann seht ihr einen Bergführer bei der Arbeit am Glockner. So schaut's aus. Was denke ich jetzt auch von der Storfeldspitz? Ich bin der Weinbauer. Der Weinbauer, der beste Winzer. Ja, aber dann kein Wein mit der Hund, Jan. Nein, du bist ein Wein mit dem Herrn. Ein Wein, ein Flaschen Wein hätte ich gehört. Man, das wäre super. Jemand, pass auf! Aber da ist auch noch einer von der Storfeldspitz, den kennen wir auch. Ein Erlebnis mit euch. Ah, Wahnsinn. Die Drohnenkiller. Die Drohnenkiller.
Die Oberösterreicher Crew ist auch unterwegs. Die haben wir heute getroffen. Haben wir in einem Wohnmobil geschlafen. Voll cool. Aber wenn rutschiger rum. Rutschig, ja. Darum sind wir zu Fuß unterwegs, aber ihr seid ja gute Geher. Genau, merkt man, gell? Ja, gewaltig. Ja, da geht es jetzt zum Bahnhof rauf und da sieht man eh beim Leitl das Skidepot. Ich werde es heute fahren, so schaut es aus. Und da unten riecht der Pulverbale gerade die Seilschaft her. So, Pauli, im Leitl, Angriff. Angriff. Herrlich ist das. Ah, das schaut super zum Fahren aus, Paul. Ja, wann am das Tag? Da ist er, der Pauli. Schön langsam kommen wir zum Ziel. Schön langsam wird's. Ziehen wir uns aus, locker. Ja, Pudel locker. Mei, sag das, da kannst du von oben runterfahren, Pauli. Ja, der Pauli am kleinen Glockner herum. Unglaublich. Traum. Jetzt haben wir es nicht mehr weit. Einmal in den Schatten alle. Und dann da rauf. Nein, haben sie es endlich einmal aufgeschafft. Hat unseren Präsidenten ganz auf den höchsten Berg gebracht. Ja, Herr Präsident, Berg heil! Berg heil! Ja, wenn jetzt noch ganz Interview geht, darf, also heute haben wir ein Training absolviert. Normal trainieren wir am Meer, aber heute trainieren wir am österreichischen höchsten Berg. Normal sind wir ja nur die österreichischen Hochseestandsmeister. Gratuliere euch, Jungs! So, weil es wird nicht mehr lang sein. So, Franzl, kannst du was sagen? Der Sahara-Staub ist da, sag. Jetzt sag ich nur noch gar was. Der Sahara-Staub. Wir sind da am Großglockner, am schönsten, höchsten Berg von Österreich. Es ist einfach jetzt mal wieder ein Traum, wo man da herum sein darf. Also da geht halt das Herz auf, oder? Ja. Von jedem Österreicher. So ist es. Ja. So ist es. Ja, ja, ja. Wenn ich da springen, dann dran. Ja, wir haben halt das gemeldet, gell? Ja. Aber da haben wir jetzt einen im Balle bei der Arbeit dafür. Ja. Da staut sie sich oft, da in der Schwarten. Da haben sie das nur, weil die Leute keine Zeugtechnik haben. Das ist das. Ja. Normal kannst du auch parallel gehen. Ja, eh, einer rauf und einer runter. Ja, aber das kennen sie nicht. Nicht alle, aber man trifft da Seilschaften, wo es geht. Ja. Aber heute haben wir es einmal anders erwischt. Ja. Seit 10 Jahren wie das erste Mal. Okay. Meistens gehe ich links und rechts vorbei. Jetzt habe ich da. Jetzt sind wir da am Glockner. Und du machst da jetzt eine wilde Befahrung, habe ich sehr steil, sehr ausgesetzt. Aber da kannst du gut fahren. Ja. Aufpassen müssen wir immer, gell, Franzl? Ja, so schaut es aus. Für die Verhältnisse ist gut, gell? Geh gut, ein bisschen auffädeln, ja. Dann passt das, gell? Genau. Nicht wild fahren. Bedacht, genau. Stürzen. Ja, Stürzen gibt es nicht. Genau. Also dann brauchst du die Ski nicht mitnehmen. Genau, Franzl. Ja,
Ein fescher Bub im Kapperl, das ist ja Wahnsinn, heißt du. Da werden sich die Mädels gefreien. Ja, da kaufen wir auch das Kapperl, da müssen wir kaufen. Ja, eigentlich wollte ich oben reinfahren, hat man aber nicht gleich geschaut. Fehler endet da oben fatal. Und da oben hat es noch das Glocknerleitl. Und dann fahren wir eh um und aus. Hervorragend. Einfahren, oder? Ja, aber ich warte noch bis das ist unten seid, weil wir euch nicht den ganzen Schnee drauf klatschen. Oder wie steil ist das, Pauli? 45. S10, das ist der Sportmodus. Probier einmal drauf bleiben. Passt, oder? Ist der Flo da unten? Der Flo ist ganz unten draußen, schon der Max dort fotografieren. Ah, Max ist da hinten, ja, genau, der fotografiert da. Max, ist da ein Haken bei dir? Ja. Absolut bescheuert, da der Mittelteil. Ey, quer um, ich glaube, ist gescheiter. Ich mach da ein paar Schwünge und noch einen fahre ich um. Und noch einen zwischen die Felsen muss ich eh noch aufpassen, ich muss eh langsam fahren. Max, geht's? Max, geht's? Ja, geht's. Max ist bereit. Ich fahr. Ganz top in 3, 2, 1. Ja, ihr Lieben, jetzt haben wir uns gerade gestärkt. Der Paul ist mit seinen vier Leuten da wieder gut retour und jetzt fahren wir gemeinsam runter. Ihr kriegt richtig coole Aufnahmen. Ich werde schauen, dass ich das alles ein bisschen gescheit mit festhalte. Viel Spaß mit der richtigen Abfahrt jetzt. Ein bisschen oberhalb von der Adlersruhe, wir fahren direkt in die Südflanken rein. Gleich über den Felsabbruch geht's los. Richtig zur Sache. Viel Spaß. Perfektes Skigelände. Da sind ein paar Steine, aufpassen. Es ist nicht schwer, auf Sicherheit fahren. Oh, Fion! Ja. Der Pulverballe! Ja.
Yeah.
War eine coole Geschichte, Balle. Wie schaut es aus? Seid ihr zufrieden mit euch am Bergführer? So einen, ja, super. So einen Vieren habe ich nämlich selber noch nie erwischt am Glockner. Du? Ja, aber ich noch nie. Ich hab schon besser erwischt. Du bist halt auch ein Spezialist. Ja, war's gut, oder? Wahnsinn! So habt ihr eine alte Rechnung beglichen, gell? Erzähl mal die Geschichte. Genau. Wir sind vor 2 Jahren am 1. April da rauf. Und in der Stühlhütte hat der Wirt gesagt, die Woche geht keiner rauf. Und der Ball hat gesagt zu ihm, ja, ja, wir morgen. Und dann hat er gesagt, was mit den 2 Flachländern willst du da rauf? Und es war echt minus 18 Grad, 180, 100 km Wind. Also war wirklich einmal kurz aufgerissen, dann wieder weg. Und so. Aber jetzt das haben wir ihn gesehen auch. Ja, das war ein Traum, gell? Lawine! Wow, lecker Arsch! Lawine! Oh, weil überlegt, wenn man rechts vorbeifährt und dann kommt der Scheiß da oben. Ja, aber du bist genau im Einzugsgebiet, gell? Ja. Komm jetzt die drüber eine Seite gescheiter. Ja, absolut. Pauli, möchtest du noch was sagen zum Großglockner generell? Ja. Skitour? Der Großglockner ist immer ein Traum-Skitour. Wenn die Verhältnisse passen wie jetzt, Vieren am Glockner ist was Herrliches. Na, Pulver auch, aber Vieren ist auch was Herrliches in Osttirol. Und jetzt kommt ja die Vierenzeit. Ja, eben. Nein, es war perfekt. Gell? Super. War eine tolle Tour. Und schön, dabei war es Franz. Ich habe mich jetzt voll gefreut, dass wir uns über den Weg gerannt sind. Ja, mir cool, auch. Ja. Bis zum nächsten Mal. Jawohl, Pauli, bis zum nächsten Mal. Ja, vierte. Bist du deppert, Alter. Schau das. Jesus. Alter. Das ist die Rinne, ist die. Ja. Ja, da ist die ganze Rinne angegangen und jetzt dann haben wir Glück gehabt, dass wir noch aus Karls rausgekommen. Weil morgen heißt es wieder hackeln. So schaut es nämlich aus. Aber alles in allem war es wieder ein richtig lässiges Tourlei auf dem Großglocknauf. Die Gefahren darf man aber nicht unterschätzen. Und in dem Sinn hoffen wir, Ihnen hat es gefallen. Wenn das der Fall war, wie immer den Flo ein Bussel da lassen. Bussi, Bussi. Oder einen Daumen nach oben da lassen und ein gewaltiges Kanalabo, je nachdem, was euch am liebsten ist. Max, Abschlusswort. Wer geil, bleibt's geil. Ciao, ciao.